Thema dieser Unterrichtseinheit sind ja Kontrollstrukturen. Zunächst eine Motivation. Wir haben ja die vier Grundbefehle des Hamsters kennengelernt. Vor, links, um, nimm und gib. Wir haben aber auch gesehen, dass es zu Problemen kommen kann. Wenn man beispielsweise dem Hamster den Befehl vorgibt, er aber vor einer Mauer steht. Oder wenn er keine Körner im Maul hat und man ihm den Befehl gib gibt. Oder wenn er auf einer leeren Kachel steht und man ihm den Befehl nimm gibt. Mit Kontrollstrukturen oder mit Hilfe von Kontrollstrukturen kann man diese Probleme nun lösen. Motivationsbeispiele sind jetzt im folgenden Mal aufgeführt. Man möchte sowas ausdrücken können wie: nur wenn der Hamster Körner im Maul hat, soll er eines davon ablegen. Das heißt, man muss in irgendeiner Art und Weise testen können, ob der Hamster Körner im Maul hat. Und nur falls das der Fall ist, dann soll er eines davon ablegen. Oder nur wenn die Kachel vor dem Hamster frei ist, soll er nach vorne gehen. Andernfalls soll er sich links umdrehen. Hier sind also zwei Alternativen genannt. Nach vorne gehen oder links umdrehen. Und zwar abhängig von einer Bedingung, von einem Test. Nur wenn die Kachel vor dem Hamster frei ist, dann tu das. Im anderen Fall tu das. Oder so solche Beispiele. Solange der Hamster nicht vor einer Mauer steht, soll er wiederholt eine Kachel nach vorne gehen. Das heißt, man möchte unabhängig davon, wo der Hamster gerade steht, ihm sagen können, renne bis zur nächsten Mauer. Das heißt, hier ist wieder ein Test. Der Hamster steht nicht vor einer Mauer und wenn dieser Test wahr ist, dann soll er eine Kachel nach vorne gehen. Und das so lange, bis er irgendwann mal vor einer Mauer steht. Oder solange sich noch Körner auf der Kachel des Hamsters befinden, soll er wiederholt ein Korn aufnehmen. Das heißt, er soll die aktuelle Kachel leer fressen. Und zwar unabhängig davon, wie viele Körner sich auf dieser Kachel befinden. Der Hamster kann ja noch nicht zählen. Oder jetzt etwas komplizierter oder etwas komplexer: solange der Hamster nicht vor einer Mauer steht und er noch Körner im Maul hat, soll er wiederholt eine Kachel nach vorne gehen und jeweils ein Korn ablegen. Sie sehen schon, hierbei handelt es sich um Aussagen. Zwei Aussagen: der Hamster steht nicht vor einer Mauer und er hat noch Körner im Maul. Und diese sind verknüpft durch und. Was haben wir als Konjunktion kennengelernt? Wir werden hinterher sehen, wie man das Gelernte der letzten Unterrichtseinheit hier in Java bzw. im Hamstermodell nun einsetzen kann. Was man nach dieser Unterrichtseinheit auch kann, ist, man kann Hamsterprogramme schreiben, die nicht nur für ein bestimmtes vorgegebenes Territorium funktionieren, sondern für eine bestimmte Klasse von Territorium. Das ist eine Menge von Territorien, die eine bestimmte oder mehrere bestimmte Eigenschaften erfüllen. Das heißt, Hamsterprogramme werden parametrisierbar. Jetzt werden wir uns wirkliche Algorithmen anschauen, die nicht nur ein spezifisches Problem lösen, sondern eine Klasse von Problemen.